Ja, mein erster Eindruck war sehr positiv. Ich bin, glaube ich, also nicht glaube ich, sehr gut aufgenommen worden. Habe gleich beim zweiten Gespräch den Günter Meier kennengelernt, da vis-à-vis in dem Hotel. Und muss sagen jetzt, ohne dass er die Integration kurz und ja, sehr positiv war, meinerseits. Mir geht es genauso. Bin auch sehr gut aufgenommen worden. Kenne den Verein natürlich schon länger als Konkurrent früher und jetzt als Trainer, als Co-Trainer und bin sehr zufrieden da. Also ich wollte sehr viel verändern. Gefallen hat mir, wie die Mannschaft ab dem ersten Tag mitgezogen hat und wie die Mannschaft versucht hat, meine Ideen aufzusaugen und auch umzusetzen. Verändern wollten wir schon eines und also auf meiner Seite her speziell die Spielanlage und die Auffassung von Fußball habe ich eine andere gehabt wie mein Vorgänger. Ja, gefallen, kennt wie gesagt den Kreis hier schon länger. Es ist alles sehr positiv, die Mannschaft ist top, die arbeitet wirklich sehr gut mit. Ist für jede Veränderung, die wir durchführen, aufnahmebereit. Und was mein Ziel in die Richtung war, ist, dass wir da im Sportlichen nur ein bisschen professioneller werden. Das heißt, wir haben unsere Spieler mit Pulsen ausgestattet, um eben zu schauen, wie sie belastet sind oder was sie an Regeneration brauchen. Bei mir unterscheidet sich das, ich bin von den Mattersburg Amateuren gekommen. War natürlich ein Vollprofibetrieb. 6 Tage Pflicht zu trainieren. Eher unpersönlich, aber professionell. Hier ist es doch familiär und da gibt es auch eben die Ausnahmen Beruf, Schule, Studium, wie auch immer, dass man den Spieler den einen oder einen Tag gönnen muss, eben vielleicht für eine Prüfung sich vorzubereiten. Also vom Professionellen, hier ist es nicht so professionell wie woanders, ist aber der Vorzug jetzt einmal im zwischenmenschlichen Bereich sicher angenehmer. Ja, für mich hat sie eigentlich ist es ziemlich gleich geblieben, da ich im Bezirk diese anderen zwei Vereine betreut habe und jetzt da beim dritten Bezirksverein bin. Dass wir zu Hause mit sehr viel Selbstbewusstsein und sehr dominant auftreten, das Spiel in die Tiefe suchen, sprich den Gegner unter Druck setzen. Die Ausmaße des Stadions werden sicher auch ihres dazu beitragen, das Heimpublikum und ich glaube auch die Spielanlage der Gegner hält dann nur so lange, solange es 0-0 steht. Nach einem Verlusttreffer muss oder sollte auch der Gegner sich anders orientieren und genau dort sehe ich einen, die Mannschaft erkennt es dann, dass Räume entstehen und da sehe ich einen Vorteil für uns. Und diese Summe, diese Punkte in Summe ergeben dann, glaube ich, dass wir eben so heimstark sind. Sehe ich genauso. Vor allem finde ich das Stadion, das Ausmaß des Platzes ist sehr entscheidend, das kommt uns entgegen. Wir haben da mehr Raum, wir haben mehr Platz, das heißt, es liegt uns besser als wie auswärts. Zum Beispiel jetzt dann Spratzern wird für sich ein bisschen schwieriger, ein kleinerer Platz. Aber wir können das auch bestehen, wir haben das trainiert und haben da kein Problem damit. Ich glaube, die Spieler haben das selbst mittlerweile, versuchen sie das schon selbst zu regulieren. Jetzt wieder in den Testspielen war das sehr gut zu erkennen. Wir haben eine gute Balance zwischen Offensiv und Defensiv. Haben einige sehr, sehr taktisch disziplinierte Spieler, die ihre Hauptaufgabe, wenn es heißt, die Räume schließen, enger Mann zu sein, das Zentrum dicht machen, den direkten Weg abschneiden, die setzen das zu 100%. Und dann haben wir wieder Spieler, die unsere taktischen Vorgaben erfüllen und gleichzeitig auch ihre Kreativität mit einbringen. Und das, glaube ich, ist der Schlüssel. Wir lassen sie, wir sind keine Konzepttrainer, das kann ich so sagen. Wir wollen eigenständiges Material haben, also Spieler haben und die setzen die Spieler dann eben mit an 1 gegen 1 oder sie versuchen andere Lösungen. Darum glaube ich, dass wir da so stark sind und wir haben auch eine wirklich gute Qualität im Offensivbereich. Ja, wir versuchen im Training Ideen zu geben und geben dann natürlich auch die Freiheit im Spiel, das kreativ selbst zu lösen oder eben andere Ideen einzubringen. Wie der Kurt eben auch gesagt hat, wir wollen jetzt nicht Linien ziehen oder irgendwelche Vorgaben haben, wo es dort an dem Punkt und dem Punkt hinlaufen müssen, sondern eben in der Situation das Richtige erkennen und dann eben diese Situation selbst lösen. Darf ich da noch einhaken nochmal? Das heißt nicht, dass wir Verantwortung abgeben.
wir wollen sie nur nicht komplett beschneiden. Wir wollen nicht nach Schema F, ja, und dann hat er keinen zweiten Plan. Weil situativ erkennt es der Spieler ja am besten. Er steht, er weiß, kann ich einen Pass spielen, was muss ich jetzt tun, habe ich Optionen, bieten sich mir eine an. Und das meine ich dann, dass sie das selbst entscheiden. Natürlich haben wir schon Vorgaben, welche Stange, wer wohin laufen sollte. Wir haben schon Laufwege auch, aber im Match ist das, es gibt ja einen Gegner, der dann dir da einen Strich durch die Rechnung macht und da muss der Spieler eben das selbst entscheiden. Das wollte ich damit sagen. Er ist ein Teil der Mannschaft. Er bindet fast immer zwei Gegner, aber der Edin Salkic ist, glaube ich, nicht allein der Schlüssel zum Erfolg. Natürlich, der Gegner kennt ihn, weiß, dass er schon höher gespielt hat, aber er ist nicht unwichtig, um auf das Thema, wenn das die Frage ist, er ist nicht unwichtig, aber für mich liegt der Schlüssel woanders. Ich sehe das sehr ähnlich. Ein Spieler ist nicht entscheidend. Entscheidend ist der Kader. Und vor allem, ich glaube, dass die Meisterschaft entschieden wird von der Ersatzbank aus. Das heißt, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Das sind die wichtigen. Weil es kommen gelbe Karten, es kommen Verletzungen, es kommen vielleicht eine gelbe-rote Karte, wo man sich ein Spieler opfern muss und ein taktisches Foul machen muss und vorher schon einmal Geld gehabt hat. Also, ein Spieler alleine, Fußball besteht aus mehr und also mehr als wie einen Spieler und dadurch sehe ich. Aber er ist gut. Wir sind in der Defensive wirklich sehr stark besetzt. Wir haben 12 Gegentore bekommen. Hätten wir diese zwei Aussetzer, Rätz in Lobendorf nicht, das waren 7 Gegentreffer in 2 Spielen, hätten wir in den anderen 13 Spielen 5 Tore bekommen. Also das ist nicht durch Zufall oder nur durch den Torhüter. Da ist wirklich die Defensive ist gut. Wir haben aber den Nico Cheppen 18 Jahre, den Stakel Sebastian 20 Jahre. Der Erwin hat wirklich sehr wenig Zeit bekommen und im Sinne der Förderung des Nachwuchses und für die nächste Generation ist es dann, dass man als Trainer dann den Jungen Spielpraxis gibt. Und daher war es, ich würde jetzt sagen, logisch, aber es hat dem Krems nichts in den Weg gelegt. Ist auch von seiner Seite her verständlich, er möchte noch spielen. Hier ist es sehr schwer und darum, ich wünsche ihm alles Gute und er hat sich menschlich sehr toll verhalten in diesen 6 Monaten, aber irgendwann geht jede Ära zu Ende. Ja, genau so ist es. Es ist halt so, dass der Erwin den Verein verlassen hat. Das tut den Vorstand oder den Organisatoren sicher sehr weh, aber es ist halt nur mal im Sportlichen, muss man Entscheidungen treffen. Wir haben sehr lange damit gehadert und wir haben uns eben für diese junge Lösung entschieden und in Erwin wünsche ich auch hier dieser Seite alles Gute und ich hoffe, dass sie den Klassenerhalt schaffen. Wir haben Systemänderung vorgenommen, haben 2, 3, die wir jetzt schon sehr gut spielen, Anlagen, die wir schon sehr gut spielen können und auch in Zukunft spielen werden. Wir haben das jetzt versucht, wirklich unseren Spielern einzuimpfen und das funktioniert wirklich sehr gut. Wir gehen das Risiko ein, ein Gegentor zu bekommen. Für uns ist das nicht so dramatisch, aber eben durch dieses druckvolle Spiel gehen wir davon aus, dass wir dann 2 schießen. Ja. So ist eigentlich unser Spiel angelegt. Wir wollen speziell zu Hause attraktiv und offensiv spielen. Die Mannschaft hat 33 Punkte. Ich muss das jetzt sagen, wir haben uns 4 Punkte selbst geklaut durch die Chancenauswertung in Waidhofen und durch das letzte Spiel. Wobei, da muss man der Mannschaft wirklich sagen, okay, die zweite 45 Minuten in Attac auf diesen, das war nicht möglich, einen Fußball zu spielen, kann aber Attac auch nichts dafür, war Wahnsinn, das Wetter. Diese 2 Unentschieden hätten wir in Siege umwandeln müssen. Also das zeigt, dass die Mannschaft stark ist und wenn wer kommt, dann muss er uns helfen. Und zwar wirklich 1-1. Das ist mir lieber, es ist ein Konkurrenzkampf und es ist die ersten 2, 3 Runden ein Spieler beleidigt, weil er nicht spielt. Das wird sich dann von selbst regulieren aufgrund, wie der Günther schon gesagt hat. Und darum wollten wir wollten uns verstärken und nicht verbreitern. Beide
beide Neuzugänge, also haben sich leider Gottes in der Vorbereitung verletzt, dann dürfte unser Training doch ein bisschen anstrengend gewesen sein. Beide Neuzugänge hatten muskuläre Probleme und haben uns auch definitiv gesagt, Arvidin Djacic hat ein Jahr keine Dressern gehabt, also der war in keinem Mannschaftstraining. Kraftkammer und Laufeinheiten ist gut und schön, es passt ja was, aber es ist etwas anderes. Der Fußball ist so komplex und hat noch muskuläre Probleme. Der Jan hat sich einmal verletzt und auch muskuläre Probleme gehabt, der Jan-Henrik Theus. Und ich erwarte mir, dass sie uns weiterhelfen, aber ich glaube nicht, dass es ab der ersten Runde sein wird. Das ist durch die Verletzungen und durch die fehlende Praxis werden sie sicher zweite, dritte Runde erst, sag ich einmal, uns wirklich helfen können. Also die Vorbereitung hat bei uns begonnen, eigentlich gleich nach der Meisterschaft. Ich möchte da gleich dem Incheon nur mir recht herzlich danken. Wir waren zweimal in der Woche im Incheon, haben dort Krafttraining trainiert und haben auch Ausdauertraining gemacht und haben das sehr genutzt, diese Pause. Also wir waren aktiv, wir haben uns nicht in den Sessel gelegt oder auf die Couch. Wir haben dann noch natürlich auch unsere Spieler alle mit Pulsuhren, also mit, habe ich ja schon gesagt, mit Pulsuhren, aber wir haben sie auch jetzt während der Trainingszeit, können wir sie beobachten, wie sie belastet sind. Und wir haben da von der Firma Polar auch eine Unterstützung bekommen und haben da ein Teamsystem bekommen. Und das nutzen wir sehr intensiv. Da sehen wir genau, wie die Laufleistungen sind, wie die Herzfrequenzen sind. Wie viele Sprinteinheiten. Hitmap haben wir dabei. Wir können genau schauen, wo haben sie die Spieler im Match aufgehalten. Also wir haben hier da einen sehr professionellen Bereich oder Geräte erhalten und nutzen die sehr und machen auch Videoanalysen. Also wir sind am Weg dorthin und wir wollen eben etwas erreichen. Und das sind halt so Kleinigkeiten, die uns, oder glaube ich, und was es bei dir ist, weiterhelfen können und werden. Wir glauben, dass eben das vielleicht diese 5% sind, die uns vielleicht helfen können. Und darum haben wir jetzt alles versucht von November bis jetzt. Wo können wir noch erfolgreicher sein als der Gegner? Sehr gut, muss man wirklich sagen. Wir haben nur einen Fehler gemacht und das war ein Freundschaftsdienst an den Herbert Klage. Das war der zweite Trainingstag, da haben wir gegen Mansdorf gespielt, am Polizeiplatz in Wien. Das war nur, weil wir befreundet sind und er mich da einige Male angerufen hat, habe ich ja gesagt. Aber alles andere danach war bewusst, dass wir keine Doppelbelastung haben. Wir wollten die Belastung im Training setzen, haben uns unter Anführungszeichen Regionalliga-Vereine gesucht, damit wir wirklich, ja, Wettkampfstress kann man nicht trainieren, denn wenn es um Punkte geht, geht es um Punkte. Aber diese Vereine, ohne die anderen nicht zu beleidigen zu wollen, sind vom Läuferischen, vom Taktischen und vom Technischen her sicher hoch einzuschätzen. Und dann muss auch, sprich, die Kremser Spieler ihre Leistungsbereitschaft abrufen und ihr Niveau bringen. Und wenn wir dann 4-4 spielen und 4-0 statt Lauschlang und die zwei Landesliga-Vereine 5-1 und 7-3, oder? Ja. Ein Regionalligist, das werden wir jetzt nicht namentlich erwähnen, hat uns leider unseriöserweise abgesagt. Wir haben nicht sehr viel verändert, daher haben wir diese 5 Spiele oder 6 Spiele nur gesucht und also ich bin von meiner Seite her wirklich sehr zufrieden. Vielleicht sieht es der Günther anders. Nein, ich bin auch sehr zufrieden. Es war Absicht, gegen Regionalliga-Mannschaften zu spielen, um die Mannschaft eben zu sehen, wie sie unter Druck agiert und da sind wir sehr zufrieden. Es gibt noch Potenzial, wir haben es in die Videos angeschaut und die werden wir jetzt nicht verraten. Ja, diese tolle Heimbilanz möchten wir halten. Also, möchten wir halten, ist gut. Wir möchten, wenn es geht, alle Heimspiele gewinnen. Natürlich gehören immer zwei dazu, aber wir haben die Großen zu Hause, wir haben Heizendorf, Retz, Leobendorf, Kottingbrunn. Ja, haben wir alle zu Hause und wenn es geht, und ein Heimspiel mehr. Wir haben jetzt nicht 7, sondern 8 und wir könnten den Grundstein mit Heimsiegen für eine positive Meisterschaft legen. Und darum, das ist unser Ziel, dass wir zu Hause zumindest ungeschlagen, das ist das Minimalziel, aber das ist jetzt, hat nichts mit Arroganz zu tun. Wir wollen vor dem Kremser Publikum im eigenen Stadion, wenn wir uns auf die ganze Woche vorbereiten, den Dreier holen.
Das müssen wir aus den Köpfen rauskriegen. Gegen den Vorletzten der Tabelle, das ist, wir beginnen bei Null. Niemand weiß, wo er wirklich steht. Niemand weiß, ich kenne die Neuzugänge von Gavins nicht. Ich werde versuchen, glaube ich, am Samstag in Wieselburg den Gegner zu beobachten. Aber das wird jetzt auch nicht alles aussagen. Ja. Der Trainer der Gavlenzer ist ein ehemaliger Kremser Trainer. Ich glaube, der Vorteil liegt bei Gavlenz, was die Mannschaft zu tun hat. Er kennt wahrscheinlich 10 Spieler von uns. Nichtsdestotrotz, wir möchten positiv starten. Das Gefühl ist da, dass wir, die Spannung in der Mannschaft ist da. Wir werden den Dreier holen, egal wie, und wenn es ein Kampfsieg wird. Im Endeffekt, dieses Spiel geht immer nur um einen Sieg und den wollen wir haben. Wie schwer es wird, das ist eine Frage, die kann ich nicht beantworten. Ja, Heizendorf, sehr gute Mannschaft, hat sehr gute junge Spieler integriert und hat sicher Potenzial im Mittelfeld zu bleiben. Sie haben uns ja im Herbst überrascht, haben einen sehr guten Lauf gehabt, haben sehr gute Spieler, wie gesagt, vom Schaller an über Gruber, über Schuh, den haben sie zwar jetzt leider verloren, der hat versucht sein Glück in der Regionalliga beim SKN, aber trotzdem ist dort Qualität. Die werden sicher weiter Punkte machen und weiter uns überraschen. Vielleicht auch uns unterstützen, indem sie so manchen anderen Favoriten das Leben schwer machen. Ja, Rheindorf ist schwer zum Einschätzen. Sie haben sich sicher gut verstärkt, haben Qualität geholt. Was ich so jetzt gehört habe, gesehen habe ich es noch nicht. Werden es nicht leicht haben, weil offen ist, wie viel absteigen werden. Also das ist, momentan schaut es eher aus, wie waren 2 oder eher 3. Was sagst du? Also es wird nicht leicht für Rheindorf. Aber sie haben nichts zum Verlieren. Und das ist sicher der große Vorteil. Unnötige gelbe und rote Karten. Konzentration. Abschalten. Und Respekt und Anerkennung gegenüber den Schiedsrichter. Ich glaube, diese kleinen Nuancen könnten die Meisterschaft entscheiden. Welche Mannschaft hält den Druck aus? Welche Mannschaft bleibt ruhig? Welche Mannschaft bleibt respektvoll gegenüber dem Gegner und dem Schiri? Denn das sind Faktoren, die Niederlage einleiten können. Und darum glaube ich, dass das Normale, das haben wir im Griff. Die Spielanlage, die Spielkultur, das Zweikampfverhalten, die runden Bälle, bla bla bla. Aber diese Einflüsse, andere Publikum auswärts, Provokationen und. Wenn die Mannschaft hier noch reift und ernster wird, dann glaube ich, dass das der Schlüssel zum Meister sein könnte. Also ich wirklich Respekt und Anerkennung vom Leobendorf. Haller arbeitet sehr, sehr gut. Hat wirklich auch gute Qualität, aber du musst als Trainer auch mit guter Qualität das Maximum herausholen. Die haben sich mit dem Steiner sehr gut verstärkt. Dort, glaube ich, ist er in die Hose gegangen, aber der hat schon eine gestandene Mannschaft, eine sehr gute Mannschaft. Retz, wenn man den Namen und dem, der Vita der Neuzugänge Glauben schenken darf, sicher Verstärkungen eingekauft, also die haben auch nicht in die Breite investiert. Stark und Bruck, da brauchen wir entsprechend. Muss irgendwo eine Geldmaschine erfunden worden sein, weil das ist ein Wahnsinn, was dort. Kuru war für mich einer der Top-Torhüter in der zweiten Liga. Ich habe mit meinem Sohn in Barndorf gespielt. Sadovic, Mendel, weiß man, was der kann. Im Mittelfeld noch eingekauft, einen ungarischen Legionär, glaube ich, noch eingekauft. Auf alle Fälle, ich glaube, ohne Heizendorf jetzt beleidigen zu wollen, ich weiß nicht, ob sie, ja, diese Konstanz haben werden, aber die anderen 4, ich gehe davon aus, dass es sicher bis zum Schluss, bis zur letzten oder vorletzten Runde um den Meister geht. Mit 1, 2 oder 3, das ist dann dahingestellt, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendjemand 2 Runden vor Schluss den Meistertitel feiert. Der Krems SC wird Meister. Ganz klar, wir beide investieren
sehr viel, kennen die Mannschaft. Würden wir nicht daran glauben, wären wir hier fehl am Platz. Kurz und bündig, fertig. Grimsa ist Weltmeister.